So, zeige ich heute, wie man beim Seat Exeo Audi A4 die Bremsen macht. Ja, und ich ziehe dann gleich die Winterreifen mit drauf. So. Erstmal die Radbolzen lösen. Das ist ein 17er. Ja, meine Tochter ist auch dabei. Dann nehmen wir das Rad runter. Ich lege dann immer noch das Rad als Sicherung mit unter das Auto. Flachschraubendreher. Und diese Spange hier, diese Halterspange hier zu lösen. Dazu gehen wir einfach hier runter, machen die raus. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann nehmen wir uns einen größeren Flachschraubendreher, gehen hier von innen an die Bremsscheibe und drücken den Bremskolben zurück, weil wir sonst nicht daran arbeiten können. Hat einfach den Sinn, dass der hier ein bisschen frei liegt, dass wir den dann rausnehmen können. Dann nehmen wir uns nochmal einen kleineren Flachschraubendreher. Ich drehe mal dazu ein bisschen das Rad, damit ihr das seht. So, was ich noch sagen wollte, warum ich das Ganze mache, ist nicht, weil die Bremsen runter sind. Die sind auch sehr gut. Ich weiß nicht, zeige ich euch gleich. Ich habe mir damals, ja, meiner Meinung nach, war Brembo immer ein Name. Und ich habe mir dann die von Brembo geholt, weil ich davon überzeugt war, mal. Und ja, musste jetzt eines Besseren belehrt werden. Also die haben einen Schlag weg. Merkst du halt beim Bremsen wackelt das Lenkrad und du merkst auch im Pedal, dass da das ja immer so hin und her wackelt. Also beim Bremsen. Was mich total nervt. Und somit kriegst du, glaube ich, auch keinen TÜV. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich bin der Meinung, damit kriegt man definitiv keinen TÜV, weil ja, das nicht so richtig ist, wie es sein soll. So, dann nehmen wir uns hier so einen Imbus. Ich glaube, das ist ein 7er oder 8er. Weiß ich nicht ganz genau. Ja, aber probiert man sich halt durch. Dann geht man hier hinten. Da habe ich ja die Staubkappen gerade abgenommen und dreht diese Schwimmbolzen hier raus. Gerade mal ein Draht geholt, damit ich die Bremszange befestigen kann. Das soll man ja nicht so unter Spannung lassen wegen der Bremsschläuche. Ich mache einfach mal hier so einen handelsüblichen Draht, mache mir hier so eine kleine Klammer. Zack, biegen mir das ein bisschen zurecht hier. Muss ja nicht viel halten, aber hat ja nicht zu halten, Hauptsache es hält, ne? So, jetzt einfach so ein S hier geformt, dann hänge ich das da irgendwo ran. Ich hoffe, es hält. Wenn nicht, wäre auch Wumpe. Das ganze Ding nehmen wir jetzt raus. So, das sind diese Schwimmbolzen, die immer ganz wichtig danach schön wieder sauber machen, weil darauf schwimmt quasi die Bremse. So, dann können wir den jetzt rausnehmen, weil wir haben ihn ja zurückgedrückt. Zack. Den Bolzen hier auch noch rausdrücken könnten, wäre ich schon. So, erstmal. Also wie gesagt, da ist noch genug Fleisch drauf, nur es wackelt halt im Bremspedal und ich versuche das mal so ein bisschen, ob ich das vielleicht sogar über eine Garantie laufen lassen kann. Also eigentlich müsste ich ja eine Garantie haben, aber ich bin ja nicht so guter Dinge. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr sowas auch schon hattet. So, jetzt nehmen wir hier mein tolles Teil, hängen das hier ein und hängen ihn hier oben rüber. Ja, das hält natürlich nicht, war mir klar. Noch mal so ein bisschen hier, so alles zu halten, ganz einfach. Sollte ja kommen. Sonne, es regnet, da hat gar kein Lust zu. Jetzt haben wir hier den Bremsverschleißanzeiger. Einmal hier auf den Nippel drücken, zusammendrücken und dann ziehen. Dann kommt er ganz leicht. Was mir auffällt, die sind hier sehr, ja, für mich persönlich verglast. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, ob ich das so ein bisschen... Ist das schon verglast oder ist das noch in Ordnung? Das hatte ich jetzt auch persönlich das erste Mal, aber wie gesagt, Brembo. Jetzt nehmen wir den Drehmoment. Ja, okay, ich weiß, man soll das nicht machen mit dem Drehmoment. Ist mir auch egal. Gehen hier an diesen Bremssattelträger und lösen diese Schraube hier hinten. Das ist eine 21er. Da und hier unten.
Ganz schön fest. Jetzt drehe ich den los. Und das ist jetzt vorne rechts. Ich mache erstmal mit euch eine Seite, weil die linke Seite ist dasselbe, was ich auch schon gemacht habe. Also, wenn ihr einmal dabei seid, eure Bremsen zu machen, dann fühle ich, also ich mache es auf jeden Fall immer, ich gucke mir hier einmal alles an, ne? So wie hier, Feder, die ganzen Gummis, ob die hier oben, das ist ja hier die sogenannte nicht so beliebte Schraube, meine Tochter ist gerade dabei, hier, so Spurstangenköpfe, das ist alles noch gut. So, da oben, sehe ich jetzt also hier oben, da oben, diese Gummis hier, die gehen gerne mal kaputt und dann muss man halt diese Schraube hier lösen, was niemand gerne macht. Ich hatte sie erst los. Ich denke mal, bei mir würde es ein bisschen einfacher gehen. Aber ich habe die Dinge auch schon getauscht. So, ja. Erstmal ja, diese Zentrierschraube hier, die ja meistens, Papi. Ja, die ist fest. Dann nehmt euch einen Hammer, gebt ihm den kleinen einen auf den Hinterkopf und dann löst sie sich. Also sonst dreht er die rund und dann könnt ihr sie ausbohren. Nicht schön. So, die Hammer, die kann weg. Jetzt kann ich den Bremssattelträger lösen. In der Hoffnung, dass er mir nicht auf den Fuß fällt. Wird jetzt bei diesen Schrauben, wenn er das macht, immer die Gewinde schon wieder sauber machen. Ne? Wir wissen so, die, schon, komm. Papa. Wir wissen das schon. Geht. Ja, du weißt schon, wie das geht? Ja. Dann erklärst du es doch. Will ich nicht. Warum nicht? Jetzt nehme ich euch mal mit. Jetzt nehmen wir hier den Bremssattelträger. Spannen ihn einmal hier ein. Und machen hier diese Laufschienen von den Bremsbelägen sauber. Machst du mal mit der Drahtbürste. Dann mal so eine kleine. Damit wir auch eine schöne Idee bekommen. Ne? Wow. Das haben wir. So, das sind halt die alten Bremsscheiben. Die sind noch gut, aber ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie ausgeglast sind, einen Schlag weg haben. Also. Dann machen wir jetzt mit dem guten alten Schlagschrauber weiter. Machen die Radnabe sauber. Wird lauter. Jetzt machen wir noch die Führungsbolzen sauber. Dann nehme ich euch wieder mit. Bremssattelträger sauber, die Schrauben sauber. Jetzt geht es in umgekehrter Reihenfolge weiter. So. Jetzt machen wir die ganze Sache wieder fest. Erstmal den Bremssattelträger wieder rein. Erste Schraube sitzt. Dann nehmen wir nochmal Bremsenreiniger. Schön
sauber machen, den ganzen Kram. Dann drücken wir noch den Bremskolben zurück. Nochmal wieder ab. Und dem Ding hier oben. Legen. Warte mal, ich zeige euch das mal. Zurück bis zum Anschlag, damit die neuen Bremsbeläge auch wieder reinpassen. War schon, wie gesagt, die waren noch ziemlich neu, aber die haben halt einen Schlag. Deswegen kann man auch nicht so weit zurückdrehen. Wichtig ist beim Zurückdrehen, dass ihr oben den Bremsflüssigkeitsbehälter aufschraubt, weil sonst geht das nicht. Jetzt den neuen Bremsbelag rein. Aber vorher, ich lege ihn jetzt mal kurz hier hin. So, steht da nicht unter Spannung. Und ziehen wir nochmal kurz Handschuhe, nochmal die Laufbuchsen. Keramikpaste. Das ist hier so eine ganz normale von die Quimoli. So viel. Das haben wir. Die Scheibe ist sauber. Jetzt machen wir die Bremsbeläge rein. Dazu kommt der Kollege die Klammer hier hinten. Immer schön darauf achten, dass alle drei auch drin sind. Alle drei Klammern. Manchmal, ja, so. Nochmal Glock. Den Bremsverschleißanzeiger machen wir sofort. Die dürfen wir nicht vergessen, hier am Bremsbelag den Streifen abzumachen. Ja. Bremsbelag rein. Aufpassen, dass das Kabel nicht einklemmt hinten. Bremse drin. Machen wir hier diese Führungsbolzen noch mit der Paste. Stecken die hier rein. Den schön einschmieren, dann unten in den zweiten rein. Immer ein bisschen wackeln, damit auch das Gewinde dann sitzt. So, jetzt nehme ich einmal die neuen Handschuhe. Jetzt nehmen wir den Bus. Muss aber auch richtig sitzen. Ein bisschen gleichmäßig. Wichtig immer, nach fest kommt ab, ne? So, zack, Klammer drauf. Wichtig ist, Klammer rein. Gucken, dass er hier hinter sitzt. Der hier genauso. Dann nehmen wir uns einen kleinen Flachschraubendreher. Und versuchen die, oh, ich hasse die Dinger. Na, so ein bisschen nachhelfen. So, perfekt. Also, diese beiden Dinger dahinter und dann rein. Das war schon mit der Vorderbremse. Nee, noch nicht ganz. Die Staubkappen müssen noch wieder hinten drauf, ne? Die und die hier hinten drauf. Da, wo wir eben gerade diese Führungsbolzen gemacht haben. Schon haben wir das fertig. Alles klar. Jetzt machen wir noch einen Reifen wieder drauf. Winterreifen gleich und dann sind wir fertig.